Servus und herzlich willkommen bei MG Barbecue. Heute machen wir was aus dem Dutch Oven, was ganz einfach ist. Ihr braucht nichts dazu, ihr müsst keine Beilagen dazu machen. Wir machen ein Hack One Pot. Hört sich doch schon geil an, oder? Also ihr würdet es nachmachen. Ich mache es ja auch, aber ihr macht es einfach nach. Lasst doch ein Like gleich mal da und falls euch das Video gefällt, haut doch mal gleich einen Abo-Button. Mal so richtig wund. Fistet mal richtig den Abo-Button, dann sind wir alle zufrieden. Aber ich würde sagen, wir fangen jetzt mit den Zutaten an. Wir sind gar nicht so viel und heute wieder Dutch Oven. Ich freue mich richtig drauf. Im Gasgrill machen wir den heute. Hier haben wir einen 4,5er Dutch Oven. Reicht für uns dicke. Hier haben wir ein bisschen Grünfutter, ein bisschen Rucola, sind ca. 100 Gramm. Dann Exquisa Paprika Chili Fitline. Ja, muss Fitline sein. Warum? Weil wir passen ja auf unsere Linie auf. So sieht es nämlich aus. Dann haben wir 700 ml Gemüsebrühe, ca. 800 Gramm Rinderhackfleisch, 2 Knoblauchzehen in kleine Würfel geschnitten. Dann haben wir 2 Schnattern oder Lauch, zweimal Lauch, 2 so Stangen Lauch in hier Ringe geschnitten. Dann 2 Karotten. Gordon hat gesagt, ihr sollt Würfel schneiden. Das sind meine Würfel heute. Dann haben wir ein bisschen Salz, Pfeffer, Olivenöl, hier ein Holzlöffel und jetzt kommt's, Kritaraki. Mega geile griechische Nudeln sind das, so eine Art. Und wir haben schon mal ein Video gemacht, wird hier oben verlinkt. Ich sag jetzt nicht, wir verlinken sie unten, weil wir schreiben das nie unten rein. Nie. Wir sagen das jedes Mal und das macht keiner. Aber wer uns verfolgt, weiß, die reden relativ viel und halten auch relativ wenig. Aber eins, was wir können, was Leckeres zum Essen machen. Und es ist nicht teuer, das ist schon mal wichtig für uns. Darf nicht so teuer sein. Jetzt fangen wir mit unserem Dutch Oven an, den packen wir auf unseren Gasgrill. Den haben wir mal richtig brutzelt, auf richtig Hitze. Und den lassen wir jetzt richtig heiß werden. So, meine Damen und Herren, wir haben jetzt diesen Dutch Oven erhitzt. Der ist wahrscheinlich brachial heiß, wir sind kurz vor dem Schmelzpunkt. Jetzt nehmen wir unser Olive Oil, packen das da rein. Und braten unser Hackfleisch an. Also einfach alles rin. Also da müsst ihr jetzt nicht irgendwie aufpassen und links rumschmeißen, sondern einfach rein. Krümelig anbraten. Ganz wichtig, deswegen braucht ihr Löffel und immer wieder stochern. Aua! Ah! Drecksau. Hackfleisch ist jetzt krümelig angebraten. Jetzt kommt als nächstes. Jetzt kommt unser Gemüse rein mit dem Knoblauch. Also das nehmen wir jetzt einfach und kippen das da rein. Guck mal, jetzt haben wir richtig Farbe drin. Knoblauch nehmen wir auch dazu. Dann würzen wir das Ganze gleich mal ein bisschen mit Salz und Pfeffer. Salz. Bisschen Pfeffer. Ja, kann man schon. Verdreckt schon einiges. Drehen wir das Ganze mal durch. Und das ist doch eine geile Mischung, oder? Man sieht nicht so viel Gemüse, dafür mehr Hackfleisch. So wollen wir das doch haben. Und jetzt lassen wir das Gemüse ungefähr 5 Minuten anrösten und dann kommt die Kritaraki rein. Ja, und dann brauchst du ja, wollen wir nicht verraten, was wir machen. Dann schalten die Schlinge das ja schon. Also jetzt lassen wir unser Gemüse nochmal ungefähr 5 Minuten mit anrösten und dann erzählt der Manuel, wie es weitergeht. Und jetzt geht's weiter. Jetzt nehmen wir unsere Flüssigkeit, packen die rein, 700 ml leckere Gemüsebrühe. Dazu gesellt sich 300 Gramm Kritaraki. Erstmal aufmachen die Dinger. Ah, kein Messer da. Okay. Dann ca. 300. Sind ca. 300. Und jetzt rühren wir das Ganze durch und lassen das bei geringer Hitze einkochen. Also da drehen wir jetzt runter. Bloß noch das mittlere machen wir aus, äußere machen wir vor sich hinsimmern. 15 Minuten später, so lange haben sie jetzt wirklich gebraucht. Und wir haben kurz auch nochmal ca. 200 ml Flüssigkeit nachgeschüttet, weil das war einfach zu wenig. Falls du aber genau wissen willst, wie das Rezept funktioniert, dann geh auf die Homepage www.mgbarbecue.de. Da schreibt es der Gordon für euch richtig und ganz genau rein, wie viel ihr braucht an Zutaten, wie die Zubereitung ist, alles drauf. Falls ihr keinen Bock habt, das am Computer zu lesen, dann müsst ihr kurz auf den Computer gehen. Dann geht ihr auf Drucken und könnt es euch ausdrucken. Wie ihr es einfach wollt. Das macht ihr jetzt. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt weiter. Jetzt nehmen wir unsere Fitline Exquisa. Ihr könnt natürlich auch eine andere nehmen. Aber es muss halt Paprika Chili sein.
So. Das ist halt für die schlanke Linie. Für uns halt. So. Fitline heißt ja, das ist wie im Fitnessstudio anmelden, nicht hingehen, ist egal, 5 Kilo sind auf jeden Fall runter. Nee, genau. So, tun wir das da rein. Und jetzt rühren wir das unter. Und jetzt kriegt das auch eine andere Farbe. Jetzt sieht es eher so grau aus. Und jetzt haben wir grau mit rot. So ein Rotstich mit drin. Also Frischkäse mit Paprika, das musst du dir nochmal sagen. Hab ich doch gesagt? Was das ist? Ja? Hab ich doch gesagt? Frischkäse mit Paprika, kein Schmelzkäse, mein Freund. Okay. Ja, das stimmt. Das war ja aber, jetzt guckt euch das mal an. Sieht doch schon richtig, richtig geil aus. Das müssen wir jetzt auch gar nicht mehr weiter. Das ist schon warm jetzt da drin. Jetzt nur noch hier so ein Fisting-Handschuh. So ein Handschuh hier. Wo haben wir den denn? In unseren aufgerichtet. Ja, ich lang das Ding doch nicht so an. Das ist ja Bock heiß. Warum nicht? Jetzt gib mal her. Was denn? Die Handschuhe liegen noch da. Guck mal, vorbereitet drüben fürs Catering alles schon. Ja, statt was er mir bringt. Nein, man lässt sie drüben steigen mit dem Roller, mit dem Schutzblech. Nicht Bremse, Schutzblech hat es. So, muss die Akrobatik hier. Jetzt haben wir unser Dutch oben runter. Stellen hier drauf, da war eine Fliege, die machen wir jetzt kaputt. Machen hier aus. Zack, machen den Deckel zu. Den Anblick braucht keiner angucken. Und jetzt schaut euch das an. Sieht doch schon richtig geil aus. Jetzt kommt unser Rucola, ne Spinat. Rucola. Rucola in Einsatz. So viel Rucola. Ja, rein damit. Runterrühren, fertig. Ne? Alles. Jetzt. Voll. Ja. So. Und jetzt würde ich sagen, guckt euch das an. Jetzt kommt der Gordon vor die Kamera und jetzt verprobiert ein mega leckeres Gericht für unseren ganzen Veganer, Vegetarier. Ein Gedicht. Nein, wir müssen es da durchrühren. Ich weiß. Aber wir hätten den größeren Dutch umnehmen müssen. Oder weniger Hackfleisch. Nee, alles gut. So, das rührt jetzt unter. Ich glaube, das müsst ihr jetzt nicht angucken, wie schön das ist mit Rühren. Ich mache jetzt noch Bilder dazu und ein Video. Ein schönes, kleines Video für Shorts und für Instagram. Und dann ist der Garten vor der Kamera, steht neben mir und probiert. Und da bin ich. Da. Grüß dich. Grüß dich. Würde ich sagen, mit Rucola. Ich durfte ja gerade schon kosten. Einen guten. Mhm. Auf euch. Halb ist es immer noch. Drum pushti. Auch wenn jetzt der Alex wieder schreibt, es ist schon mal jemand vom Dutch Oven verhungert. Egal. Und lieber verhungert wie das Maul verbrennt. Nur wer heiß essen kann, kann auch heiß lieben. Ist egal, nur kann ich nicht heiß lieben. Aus dem heiß lieben ist ja auch ein bisschen doof. Sehr, sehr fein. Die zünden mir ja nicht vorher an. Nee. One Hackpot. So einfach geht's. Braucht gar nicht so viel Zutaten. Und von der Zeit her ist es auch relativ schnell gemacht. Und wir haben gedacht, wir machen endlich mal wieder was aus dem Dutch Oven. Auch wenn jetzt mitten im Sommer ist, uns völlig egal, weil Dutch Oven ist einfach lecker. Wenn du das genauso siehst, dann schreib bitte unten, Dutch Oven geht immer oder wie auch immer. Outdoor Cooking for Life. Outdoor Cooking for Life, so sieht's aus. Wir bedanken uns auf jeden Fall für deinen Support. Wie der Manuel vorher schon gesagt hat, Daumen hoch, falls du noch nicht gemacht hast. Ein Kommentar wäre cool. Und uns abonnieren, wenn du es noch ganz noch nicht gemacht hast. Und wir sehen uns wieder. Und zwar jede Woche mindestens dreimal am Dienstag, am Donnerstag und am Sonntag. Und zwar, wenn es wieder heißt, da oben steht's MG Barbecue. Lecker. Ein bisschen fad, finde ich's. Ja, aber lecker.